Und versteht mich bitte nicht falsch, das ist jetzt kein mit dem Finger zeigen und keine Verurteilung. Ganz im Gegenteil, das ist ein Weckruf. Ja? Weil ich will dir mit dieser Predigt eigentlich nur zeigen, warum dieser halbherzige Glaubenszustand überhaupt keine Option für dich sein sollte. Ganz im Gegenteil, warum er sogar gefährlich für deinen Glauben sein kann. Und du deshalb alles dafür tun solltest, um in diesen motivierten Zustand zu kommen. Und dafür, was wir Christen so machen, schauen wir in die Bibel. Ja? Hat jemand seine Bibel dabei? Sehr gut. Denn dort wird dieser halbherzige Glaubenszustand auch als lauwarm bezeichnet. Okay? Also man ist weder heiß für Jesus, sprich man geht voll für ihn ab, noch ist man kalt, so, also man glaubt gar nicht. Das ist so ein Weder-noch-Ding, man ist weder das eine noch das andere. Und ich meine, klar, so frustriert ist den einen oder anderen Pastor, wenn man sieht, wie viel Potenzial die Leute einfach auf der Straße liegen lassen für Gottes Reich. Aber ich glaube, wen es am meisten frustriert, das ist Jesus. Ich glaube wirklich, wen es am meisten frustriert, wenn wir in lauwarmem Glauben leben, das ist Jesus. Jesus hat eine klare negative Meinung zum lauwarmen Glauben. Und mal abgesehen davon, dass er ihn da kritisiert, ist, glaube ich, ein Hauptgrund für seine Meinung, dass er die Gefahr darin sieht. Okay? Ich glaube, Jesus sieht die Gefahr im lauwarmen Glauben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum? Was ist denn an lauwarmem Glauben so schlimm? Ich meine, Jonas, du hast eben gesagt, der ist weder gut noch schlecht, das ist so eine schöne Neutralität wie die Schweiz. Ja. Grüße in diesem Sinne an ICF Zürich. Spaß, Entschuldigung. Ja. Das ist so eine Neutralität, da ist doch gar nicht so schlimm. Also da ist man weder schlecht, noch ist man gut, man ist so neutral, man hält sich an alles raus, man kann auch gar nicht irgendwie irgendwo anecken, weil man läuft da überall irgendwie so mit, oder? Ist doch gar nicht schlimm, man ist weder das eine noch das andere, ist entspannt. Warum ist denn das so gefährlich? Um euch das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich euch eine kleine Situation mitgebracht und habe dafür zwei wundervolle Assistenten. Ihr könnt die mal mit einem kurzen Applaus begrüßen. Genau, ihr könnt einmal das Seil einmal stramm. Und diese Illustration soll Folgendes darstellen. Das Blaue hier, ja, könnt ihr das alle gut erkennen? Ja, hintere Reihe auch. Sonst erzähle ich euch nochmal, das ist blau. Ja, das Blaue hier soll so den kalten Glauben darstellen. Also sprich, man glaubt eigentlich gar nicht. Das Neutrale hier, das soll eigentlich den lauwarmen Glauben darstellen. Und das Rote hier, das soll so das Brennen für Jesus, hey, voll für ihn abgehen. Ja, den heißen Glauben darstellen. Und das Ding ist, wenn du deinen Glauben hier in der Mitte lebst, im lauwarmen Glauben, dann ist die Gefahr dabei, dass du nur einen Schritt davon entfernt bist, von deiner Nachfolge und von deinem Glauben an Jesus abzufallen und kalt zu werden. Dann bist du nur einen Schritt, wenn du deinen Glauben hier ziehst, wenn du dein Glaubensleben hier lebst, dann bist du nur einen Schritt davon entfernt, von dem Plan, den Gott für dein Leben hat, kalt zu werden und somit abzufallen. Freunde, ein Schritt ist nicht viel, oder? Und vielleicht fragst du dich jetzt, ein Schritt? Tatsächlich geht das so schnell. Denn ich meine ganz ehrlich, ein lauwarmen Glauben sind eh schon doch andere Dinge wichtiger, oder? Zum Beispiel die Karriere. Und das Problem ist, wenn dir andere Dinge wichtiger sind, du es von Gefühlen abhängig machst und das Ganze nicht so ernst nimmst, dann ist Jesus nur eine nette Nebensache in deinem Leben, nichts weiter. Doch Freunde, das Ding ist, ein Leben ohne Gott in diesem Leben bedeutet auch ein Leben ohne Gott im nächsten Leben. Das wiederum meint die ewige Verdammnis oder, um es mit Luthers Worten zu sagen, die Hölle. Klingt nicht cool, ist es auch nicht. Ja? Und ich glaube, genau deshalb ist Jesus so streng und warnt mit diesen harten Worten. Und ich meine mal, abgesehen davon, in dieser Gefahr zu laufen, vom Glauben abzufallen, ohne Jesus zu leben, in der ewigen Verdammnis zu sein und nichts mehr mit Jesus zu tun haben, ja, dass dieser Glaube kalt ist, ist, glaube ich, auch ein Punkt, was nicht so cool ist am lauwarmen Glauben. Ja, ganz ehrlich, dass du nur ein mittelmäßiges, beschlechtes Glaubensleben hast, weil du nicht wirklich was mit Jesus erlebst, weil du nie ihn wirklich erfährst in deinem Leben.